Hallo und willkommen im Horrorhaus von Kathy Rain. Ja, hier geht's wieder los und ich rekorde einfach mal einen Tag später und mal schauen, ob wir das jetzt durchbekommen. Ja, wir haben unser Inventar verloren. Man sieht, wie man sieht, sieht man nichts hier. Schauen uns die Lampe hier mal A an. small desk lamp. I can see something inside. Blut. Schau dir die mal genauer an. There was a pen hidden inside. Na geil. Ein Buch. Bitte eintragen. 16.08.1989, Joseph Rain. 28.09.1995, Eileen Summers. 29.09.1995, Catherine Rain. Was haben wir da unterschreiben? It's an old-fashioned pen. Plenty of ink inside. Voll Tinte. It's fairly sharp. Might have some other uses apart from writing. Scharf. Tragen wir uns mal ein. Hier, voll What the? gastlich. Hey, Kathy! Es ist You're Kathy! not supposed to be here. Who are you? You look just like me. I should ask you the same thing, imposter. Imposter, Do you sind wir like what hier we do to in mom? Don't you just Among want to Us. kill her sometimes? Das war's. I know I do. Was redest du da verdammt nochmal? Mom, ist sie hier? Du bist doch komplett verrückt, You're a oder? complete lunatic, aren't you? Takes one to know Insanity. one. Now, I'd love to stay and chat, doppelganger, but I have more important things to do. Ta-ta. Tada! The door is sealed by two thick chains attached with padlocks. Ach so. Können wir jemanden anrufen? Ich wähle den Telefonjoker. No dial tone. Gears are moving behind the window. Am I inside some huge, bizarre machine? Es ist die Twilight Zone. The elevator is open. Fahren wir mal. Dann fahren wir in die 2. Das sieht aus wie der Motorradclub. Leichen pflastern ihren That thing Weg. looks alive. Sie leben! More gears grinding away. Something about them makes me uneasy. Mehr Zahnräder, ja. I don't even want to think about what happened there. Ich auch nicht. A Die jukebox, Jukebox. broken by the looks of it. Nothing is lit up. Die spielt jetzt noch Death Metal, Cannibal Corpse, Autopsy und was es noch so an Death Metal gibt. Dayside wahrscheinlich. Oh my God, Mom, you're here? Hallo, Mutter. It's Mom. She's being held up against the wall by something sticky. I have to get her loose somehow. Yucky. Was she always here? Is this the cause of her illness? Oh, Mutter. Der Mann mit dem Koks ist nicht da, aber die Kathy mit dem Füller. No use. It's not sharp enough. Nice. There was a scalpel hidden inside the wall. Das ist ja wie Got Edna it. bricht aus hier. A razor sharp surgical scalpel. Cool. Either a useful tool or a deadly weapon. Dann schneiden wir die Alte mal los hier. Wenn es wirklich die Mutter ist.
There you go, Mom. No! God! Mom, nein, was habe ich getan? Ich hatte keine Wahl, ich musste dich wegsperren lassen. I had no choice. I had to put you away. You started hurting yourself. You started hurting me. I forgive you. Na danke, wunderbar. Endlich Vergebung. Oh God, get me out of this place. Schrank. Hopes in jar and ink your heart. Rule me, Nemesis. Scrabble. Schreiben wir uns das ein bisschen auf. Moment einmal. Ich rasche hier ein bisschen mit Papier rum. H ist 4. O ist 4. P ist 3. E ist 2. S ist 5. I ist 1. N gleich 3. J ist eine 8. A ist wieder eine 1. R ist 5. A und N haben wir schon. K wie Kletterlik. Bitte abonnieren, nicht vergessen. Ist eine 5. Hatten wir alles schon. T ist noch eine 3. Oder? Ja. U ist 1, L ist 5. Was haben wir noch? M ist eine 3. Und damit müssten wir alles notiert haben. So. Magnete. I don't even want to look. Echt schon. I don't even want to look. Schaust du die an? I don't even want to look. Verdammt, schau die an. I don't even want to look. I wish you the best of luck. I don't even want to look. Kathy, get off the hook. Denn. I don't even want to look. Ah, na. So ist das also. Wenn wir den aufmachen. There's a weird scarab thing in there. Nehmen wir mal. Ein Kärtchen, was ist das? A postcard is lying here on the floor. Daddy? Hi, meine Kleine, ich lasse es mir hier in Mexiko gut gehen. Ich habe jetzt eine neue Familie und habe dich total vergessen. Ich habe nie auch nur eine Sekunde lang bereut, euch verlassen zu haben. Deine Mutter war eine Hure. Und dich habe ich eh nie wirklich geliebt. Mach's gut. Dad, Catherine Rain, der Schlund, Kornweltwelde. Hä? You killed Mom. That wasn't Mom, it was some kind of monster. We're all monsters to you, aren't we? Ja, irgendwie schon. No, it can't be. Who's your daddy now, bitch? Stay away from me. Run. Any moment.
I've been angry with you for as long as I can remember. Genial. I hated you more than words can say. I will never forgive you, Dad. But I'm done being angry. I'm done with letting you have an impact on my life. Hallo, meine Tochter. Ich hätte das schon vor so langer Zeit tun sollen. Es gibt so viele Dinge, die ich dir sagen wollte. Du hast hier zwei Brüder und eine Schwester. Sie fragen immer noch die ihrer großen Schwester in den USA. Dich zu verlassen war der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Bitte vergib mir. Dad. Können wir da noch mal rein? Where did that thing go? Na gut. Dann würde ich sagen, fahren wir nochmal in die 1 und wenn sich da nichts getan hat, dann fahren wir halt in die 3 rauf. Ein Vorhängeschloss, war das schon vorher da? There are two padlocks here. One requires a key, the other is a combination lock. Der Code ist hier. Hier war H war eine 4. H war eine 4. I war eine 1. E war eine 2. Und R war eine 5. 4, 1, 2, 5. Jawohl. That's irrelevant. This padlock might be useful. Nehmen wir mal mit hier. I don't think I need to use the chain itself for anything right now. Aber mit Kette siehst du so viel cooler aus noch. Also so richtige Rocker und Hardcore-Mettler, die haben... Und die Goths, die ganzen Goths, die haben doch immer so Ketten um hier. Richtig geil. Na dann, auf in die 3. Geil, wieder Zahnräder. Is grinding away. Something about them makes me uneasy. A small casket is placed in the middle of the cage. Ein satanischer Sarg. Nothing in this place appears to be tuned. Ähnlich der brasilianischen Band Sarcofago. Falls jemand kennt, lasst mich wissen. Kurbel? Looks like the crank is connected to a mechanism for raising the cage. Kann ich an der Kurbel drehen? No use. The chain is broken. I'll need to fix it first. Die kann man doch bestimmt zusammenschweißen. That should work. Und dann drehen wir die Kurbel! Hier gibt es kein Geschwurbel. Wir drehen an der Kurbel. Alter, ich gehe mich gleich begraben. A small casket. Kann ich den jetzt aufmachen? Doesn't open, but I can see a keyhole. I don't see how those things work to... Können wir den da hinein quetschen? That action doesn't seem productive.
No use. I'll need a... It's the red scarab I found in the refrigerator. When I shake it, I can hear something moving inside. Kann man ihn aufbrechen oder so? It has a hard shell. I'll need something heavy to break it. I don't see how the... That action does... Ah, eine Vertiefung. Indentations from spikes on the cage. Vielleicht kriegen wir damit den Skarabäus irgendwie auf. Maybe. Und dann drehen wir nochmal und lassen die runter und dann drehen wir wieder rauf und dann, ja. Alles Klärchen, Wunderbärchen hier. Dann Schlüssel. It's the small key that I found inside the scarab. There's a keychain attached with a nice. Red heart followed by Ma. Ma. I guess somebody loves their mom. Das ist auch toll, wenn du deine Mutter lieben kannst. Das Kind. See? I don't want to see. Do you see? Yes, kid, I see. Do you know who I am now? I don't like this. I want to go home. You'll never go home. We won't let you. When you threw me away, this place took me in, nurtured me. Do you regret what you did? Nein, das tue ich nicht. Ich habe nichts Falsches getan. Ich fühle mich nur traurig. Ich habe einen Teil von mir weggegeben, eine mögliche Zukunft ausgelöscht. Ein Teil von mir tut es. Ich wünschte mir, die Lage wäre anders gewesen. Ich konnte einfach nicht denselben Fehler wiederholen, den meine Eltern gemacht haben. Ich weiß es nicht. Ist das ihr Sohn? War sie schwanger als Teenager? Ich konnte einfach nicht denselben Fehler wiederholen, den meine Eltern gemacht haben. Und du hast es trotzdem getan. I just couldn't repeat the mistake my parents made. I couldn't bear to put a child through life in a broken, damaged family like I was. Oh man. You're just here to test me, to try and break me. Die toten Lichter. Good. The heart must be pure. This is a fleeting moment, but I've seen what comes ahead. Who are you? The dweller in the lake, the conduit. Lily? I feel like I know her, but something cracks inside. I don't understand any of this. What do you want from me? Only what you want from yourself. Nothing more, nothing less. We are nearing the end. Is ready to see you now. Wer? Who is? You know who, Kathy. Nehmen wir einen Schlüssel auf. Und speichern natürlich nochmal ab. KR-5. Fünfte Aufnahme. Die Zahnräder bewegen sich nicht mehr. Und wir gehen weiter. Eins. Auf damit. Okay, now what to do with the actual chain? Kann nicht schaden. Und nun?
Und die werden wir bestimmt wieder mit dem Vorhängeschloss kombinieren. All right, we should be good to go. Both chains have been removed from the door. Both chains. Und dann fahre ich mit dem Fahrstuhl los. Und reiß die Tür auf. Kathy. You have ruined everything. Why do you hate us so much? What did we ever do to you? Dieses Spiegelnummer wird langsam ein wenig langweilig. Du bist hartnäckig, das muss man dir lassen. Du schon wieder, ich habe langsam genug von deinem Mist. You again. I'm getting sick of your bullshit. And I'm not afraid anymore. I see you for what you are. You are nothing but a fearful little child, and there's nowhere left for you to hide. Now get the hell out of my way. No! You look a bit pale. No, I'm the original. I am. This can't be happening. Not again! Ja, abgefahren. Speechless. That's a first. Die ist voll steil gegangen. Ja, und ab ins Wohnzimmer. No, it can't Opa, be. Wirklich? It's so good to see you, Kathy. Is it really you? You've been here for all this time? It hasn't been that long from my point of view. You look exactly the same. You haven't aged at all. Nice. But how is this even possible? You're dead. We buried you. You don't have to worry about that, Kathy. Buried? I've missed you, Grandpa. I wanted to come back so many times. I know you did. I've been watching you every step of the way. I found out how you tried to get me back from Mom and everything. I just wanted you to be safe. I wanted what's best for you. Can I get you out of here somehow? I don't know how all this works. I'm afraid that's not possible. I chose to remain here, so we could meet one last time. But I just got you back. I can't bear to lose you again. Oh, man. You don't need me, Kathy. You never did. You're stronger than you'll ever Ach, Kathy. I'm Muss so sein. Proud of the woman that you've become. This is so unfair. This fucking sucks. I know, darling. I know. But why are you here, then? Is it just another test? No, the tests are over, Kathy. I'm breaking all the rules just by being here. We have worked so hard to make this happen. You can end the cycle, stop the suffering. This whole place needs to be ripped away. Den Zyklus brechen. That red fiend has no intention of letting your friend go. The only way to save her is to destroy this place. What do I have to do? You have to finish what I started. Ascend and burn them all. Burn them. The red ones above feed this place. Make them lick the flames. Hurry, now before he sees us. Die Wait, Star Wars Geister. Don't go. I need to go back up. I need to get out of here. It's the red man. He knows what I'm up to. Na dann raus hier. Ugh, my head. It's like the worst hangover ever. I need to stay focused. Burn them all, Kathy. Burn them all. Was? Haben wir irgendwas brennt? Farbverdünner. Ja, Kathy, lass sie brennen. Und jetzt rein damit. Harvey wird uns feiern.
Mit seinen alten Augen zumindest. Major forest fire raging in Conwell Woods. The cause of the blaze has yet to be determined. But the latest reports say that the fire has been successfully contained. Largely thanks to the local lake, which provided ample water for the dowsing efforts. Over to you, Mark. Oh, thank goodness you're all right. You're back. We were worried about you. Oh, thank God it actually worked. Are you okay, E? I think so, but I feel a bit different. Yeah? You were out for a long time. Do you remember anything? I think Isaac drugged me. I started feeling dizzy and weak. He carried me into the woods. I remember hearing the wind in the leaves and the biting cold. There was a weird, sharp smell in the air, too. Das müssen die Blumen gewesen sein. I'm not sure what happened next. Things are a bit blurry, but I had a strange dream with a shimmering girl watching over me. It felt like she kept me safe somehow. Then I woke up on this couch. It must have been your guardian angel. I think so, too. Well, I'm glad you're okay. Oh, the garlic angel. Knoblauchengel. Yeah, Mary Elizabeth told me what happened. How you found me and got Isaac arrested. Yes, about that poor man. The sheriff called. Something happened while you were away. Hat sich erhängt. Welcome home, son. Whoa! Ja, willkommen daheim, Sohn. Guess he finally grew a conscience. I can't help but feel bad for him, despite what he did to me. In a way, he was a victim too. At least we stopped him from hurting any more people. Ich hoffe es doch. So. I guess this really is goodbye. Oh no. A stupid part of me thought that if I would find the truth, I could be close to him again. It's not stupid. We all look for love in the strangest of places. It's an inseparable part of human nature. Jeez, when did you become so philosophical, E? I told you, I feel different. Yeah, me too. Do you think any of it was real? I don't know, E, but I hope we managed to stop it, once and for all. You know, despite everything, I think we made a half-decent team. Really? You do? Well, except for the part where you got yourself kidnapped. Try not to do that next time, okay? Wait, there'll be a next time? Hoffe ich doch. Es hat doch voll getaugt, hey. Cathy Rain, a Clifftop Games Production. Das war's leider schon mit dem Spiel. Och man. Geschrieben, designed und programmiert von Joel Stuff Castö. Shane Stevens. Richtig super. Das Spiel hat doch auch Tiefe gehabt, so wie Machinarium. Charles Wade und Joseph Rain teilen sich den Sprecher. Jason Wiener. Ja, geil, hey. Fände ich super. Hat Spaß gemacht. Hat tatsächlich sehr Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir bald auf dem Channel ein neues Adventure haben.
Bitte mehr davon. War richtig cool. Sehr, sehr schön. Die ganze Atmosphäre, das ganze Setting, richtig, richtig cool gemacht und da steckt sicher viel Arbeit drin. Also auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Wirklich geil. Ach ja, und seit gestern oder heute vielmehr ist Cyberpunk draußen. Ich hab den ganzen Hype darum irgendwie richtig verpasst, aber klingt auf jeden Fall vielversprechend. Würde ich mir tatsächlich auch gern holen. Erstmal schauen, ob irgendjemand auf Twitter antwortet. Ich habe meine Frage gestartet, ob Cyberpunk sich lohnt. Ja. Und Dankeschön. Danke fürs Zusehen. Der rote Mann. Das war Cathy Rain und ich freue mich und bedanke mich bei allen, die zugesehen haben. Ihr macht meinen Tag immer super. Und vergesst nicht zu subscriben und zu liken, denn das hilft mir wirklich super. Dankeschön. A Detective is Born. Ich muss mal schauen, wie es um das Projekt steht, weil richtig geil. Ach, Cathy, wir haben etwas über sie selbst erfahren, über den Großvater, über so viele Charaktere. Wow, einfach eine eigene Reise an sich. Ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß gehabt mit dieser letzten Folge Cathy Rain. Macht's gut und bis zum nächsten Let's Play. Euer Claude.